wir sind hier mit Norman Volker, dem neuen Landesvorsitzenden von unserem Landesverband. Im Namen des Stream-Teams wünschen wir natürlich erstmal alles Gute zur Wahl. Und ich gebe dir gleich das Wort. Wir würden ganz gerne einfach wissen, wie es dir jetzt geht nach der Wahl. Ein bisschen Last ist schon abgefallen von einem. Natürlich freut man sich, aber wie sagt man im American Football so schön, man hat einen Chip on the shoulder. Also die Aufgaben, die vor einem stehen, sind gewaltig und die Arbeit fängt jetzt eben erst an. Okay, was hast du denn für die Menschen, die das Video jetzt später sehen, also für deine, ich meine, du stehst ja jetzt für über 1600 Mitglieder, glaube ich, was hast du denn für die für eine Botschaft? Ja, ich danke natürlich erstmal für das Vertrauen, aber ich glaube, wir können die Wahlkämpfe in den nächsten Jahren mit Kommunal-, Europa-, Landtagswahl nicht alleine als Landesvorstand bestehen, sondern es braucht euch alle da draußen, all unsere grünen Mitglieder. Ich möchte, dass wir zusammen tatsächlich einen wunderbaren, guten und erfolgreichen Wahlkampf führen. Und da ist es natürlich meine Aufgabe, in gewisser Art und Weise zwar zu führen, aber ich bitte natürlich euch auch alle, uns zu unterstützen, damit wir zur Landtagswahl nicht zittern müssen, sondern ein gutes und starkes grünes Ergebnis hier in Sachsen holen, um dieses Land grüner und zukunftsfähiger zu machen und auch zu gestalten. Ja, vielen Dank. Eine Frage noch. Wir sind ja jetzt, die Mitgliederzahlen steigen ja sehr schnell, erfreulicherweise, sehr viele neue Mitglieder. Da stellt sich mir die Frage, wie siehst du denn die digitalen Chancen oder siehst du Chancen in der Digitalisierung, diese neuen Mitglieder in die vielen Wahlen, die nächstes Jahr stattfinden und insgesamt in die Parteiorganisationen einzugliedern? Da sehe ich tatsächlich viele Chancen. Ist ja bekannt, dass ich jetzt, was die sozialen Medien angeht, auch nicht der absolut innovativste bin, aber es ist entscheidend, dass wir in dieser Partei viele Leute haben, die das sehr gut machen, sehr gut können. Wir haben ja seit neuestem Livestream auf unseren grünen Veranstaltungen. Wir haben eine LAG Digitalisierung, wir haben bei uns in Leipzig eine AG Digitalisierung. Ich bin Fördermitglied der Netzbegrünung. Also es gibt verschiedene grüne Strukturen, die da eine sehr gute Arbeit leisten und es wird meine Aufgabe, diese Strukturen in die Lage zu versetzen, natürlich auch unsere grünen Neumitglieder zu betreuen und das Thema Digitalisierung und Social Media voranzutreiben. Aber ich habe vorhin ja schon gesagt, es ist wichtig, dass wir alle in dieser Partei eine Aufgabe haben und unsere Fähigkeiten und nutzen, um sie gewinnbringend für die Partei einzusetzen. Und ja, da freue ich mich auf die Zusammenarbeit und hoffe dann natürlich auch, dass du uns dann weiterhin zur Seite stehst und das Thema Digitalisierung mit vorantreibst, mit mir zusammen. Ja. Vielen Dank. Bitte.